herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Emmel Pictures Freizeitpark TV. Und heute wird's magisch. Magic! Ja, wir sind im Turboland angekommen. Und damit dann auch nochmal von dieser Stelle ein herzliches Willkommen hier aus dem Turboland. Und ja, wir machen uns hier hoffentlich einen schönen Tag, so wie viele, viele, viele andere Menschen leider auch. Denn wir haben schon im mehr oder weniger Stau gestanden. Dazu gibt es jetzt hier noch eine kleine Cutscene. So, und um das ganz kurz zu dokumentieren. Wir sind in PortAventura angekommen, weil wir stehen nämlich schon seit ungefähr 4,5 Kilometern im Stau bzw. Stop and Go, weil anscheinend wird es hier heute mega voll in den Park. Juhu, 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 juhu. Also das habe ich noch nie gehabt, dass ich von der Autobahn runterfahre und sofort im, im zähfließenden Verkehr stecke, weil nichts mehr geht, weil alle zum Turboland wollen. Yay, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Nee, PortAventura. Entschuldigung, zum PortAventura wollen. Ja, natürlich, ja, PortAventura. Ja, klar, kann ich auch verstehen. Shambhala, da will ja jeder hin. Aber was wollen die alle hier im Turboland? Die spinnen, die Holländer. Aber ansonsten, ja, wie ihr seht, das Wetter ist super. Troy fährt, ich hoffe, auch im Zweizugbetrieb. Ich weiß es noch gar nicht, wir sind zwar jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde hier im Park drin, aber ich habe noch ein anderes Video aufgenommen. An der Stelle, ja, keine Ahnung, wann das jemals online kommt, ob es überhaupt irgendwann online kommt, weiß ich noch nicht. Und wir warten jetzt hier noch auf jemanden anderen, denn wir machen den Park nicht alleine unsicher. Aber ob die Person dann auch im Video zu sehen ist, weiß ich noch nicht, eher unwahrscheinlich. Aber ja, wir machen uns jetzt hier einen schönen Tag und schauen mal, wie sich der Tag hier entwickelt. Und ja, dahin nehmen wir euch jetzt mit auf den Weg. Also, los geht's! So, und wir machen dann jetzt hier mal ein kleines Foto- und Videoründchen durch den Park. Zunächst mal, weil wir warten eh noch und hier ist es eh brechend voll. Und von daher, ja, haben wir jetzt wahnsinnig viel Zeit. Und ich werde jetzt hier erst noch mal ein halbes Stündchen Videos machen für euch, für den Vlog. Und ja, dann sehen wir uns gleich vielleicht mit ein bisschen mehr Action wieder. Für die Leute, die immer sehr, sehr neugierig sind, dann auch ein kleiner Abstecher in Richtung Baustelle, Wingcoaster, Eingangsbereich und Wasserbahn hier im Turboland. Ja, viel zu sehen ist im Moment noch nicht, außer, außer Sand. Es wird im Moment auch nicht wirklich gearbeitet und ja, mal schauen, wann es hier wirklich mal richtig losgeht und wann sich hier auch mal richtig was tut. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich gehe so oder so mit einer Eröffnung frühestens ab Sommer 2018 aus, also frühestens, wenn überhaupt. Gerade die Show Junga angeguckt. Ja, also ich würde sagen, als Fazit ist auf jeden Fall eine ganz nette Show, besonders so für Kinder, also super geeignet, oder für Familien mit Kindern super geeignet, guter Unterhaltungswert und natürlich ganz besonders die tolle Turboland-Musik, die da im Hintergrund gespielt wird. Ja, die macht die Show natürlich ganz besonders und das ist so für mich persönlich das absolute Highlight hier bei der Show. Ja, und jetzt geht es weiter in Richtung Dwerfelwind und dann machen wir auch mal den First Ride of the Day, endlich so um 13:30. Juhu!
und ich gönne mir jetzt mal ein Käffchen und danach geht's vielleicht auch auf ein Boosterbike. Schauen wir mal. Und jetzt geht es dann wahrscheinlich so langsam auch in Richtung Troy. Juhu! Und ja, bisher richtig cooler Tag. Wetter ist super. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein paar Wölkchen am Himmel. Und ansonsten, ja, es ist dann doch nicht ganz so voll wie gedacht. Also das sah heute Morgen deutlich schlimmer aus, als es jetzt tatsächlich ist. Man sieht es ja auch hinter mir bei Boosterbike. Schlange hält sich in Grenzen. Und ja, deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, ob das bei Troy auch so aussieht. Wir waren jetzt gerade endlich auch auf Troy drauf. Ja, wie immer, Spaß pur. Vom Retracking habe ich allerdings jetzt nicht allzu viel gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, eine geile Maschine und immer noch eine der besten Holzachterbahnen überhaupt. Und yay, dicker, fetter Daumen nach oben. Juhu, I like. Und ja, Wartezeiten hielten sich auch ziemlich gut in Grenzen, Viertelstunde. Und in der haben wir dann auch ein kontroverses Thema hier diskutiert. Und zwar das Pro und Contra von ja, Fastpass-Systemen. Ich bin ja immer noch ein entschiedener Gegner von Fastpass-Systemen. Aber ja, mein lieber netter Freund, der Thorsten, der ist ein Befürworter von diesem System. Und ja, keine Ahnung. Also ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das nochmal mit den Fastpass-Systemen sieht. Und irgendwann mache ich dazu bestimmt dann auch nochmal ein separates Video, würde ich sagen. Wir waren zwischendurch noch mal auf Django River drauf und jetzt halt auch noch mal hier in die Hallen, noch mal auf den Wellenflug und ja, die Kids wollen hier auch noch mal ein bisschen Spaß haben, denn wir sind hier noch mit drei Kids unterwegs. Und ja, bis hierhin ein super schöner Tag und gleich wird's laut, deswegen mache ich hier am besten den Cut, weil Bumerang kommt vorbei und das ist hier immer so tierisch laut. Deswegen bis gleich! We'll be right back.
das war's. Wir haben jetzt wenige Minuten vor 6 und der Park schließt dann auch jetzt. Und ja, deswegen machen wir uns dann auch wieder vom Acker. Wie eben schon des Öfteren erwähnt, war ein richtig schöner Tag. Füllegrad war ganz okay, war in Ordnung. Sind auch ein paar Sachen gefahren, also sprich, hatten auch unseren Spaß. Und ja, das soll es von der Stelle gewesen sein. Vielleicht will aber die gute Irene auch noch irgendwas sagen. Tschüss, bis nächstes Mal. Ja, tschüss, bis nächstes Mal.